Ja, hallo Freunde, heute sind wir auf dem Gut Böckelür und haben jetzt heute noch eine spannende Überraschung vor. Und was das genau ist, das werdet ihr gleich erleben. Wir haben uns eine kleine Überraschung überlegt für euch. Und zwar habt ihr das Problem, dass jetzt dadurch, dass das hier alles so mit Lockdown ist, dass ihr dann ja auch mit den Ponys da so ein bisschen Probleme habt, mit dem Futter und so. Das ist leider so. Dann haben wir natürlich mitgekriegt, dass auch das Problem dadurch entstanden ist, noch, dass ihr jetzt sehr viel Futter ja bekommt, was dann aber ja verderblich ist und gar nicht so schnell verbraucht werden kann. Deswegen haben wir, also die Provinzialgeschäftsstelle Jens Merken aus Schwerte und die Provinzialagentur Gündel und Germann aus Dortmund-Hörde, uns überlegt, wir schenken euch jeweils einen Gutschein vom Raiffeisenmarkt. Und das sind einmal 110 Euro. Da hat meine Tochter, die Iliana, noch 10 Euro beigepackt. Sehr gut. Und einmal dann nochmal 100 Euro aus der Geschäftsstelle Gündel und Germann. Und damit möchten wir euch einfach helfen, dass ihr dann da auch gut durch diese blöde Corona-Zeit kommt. Vielen, vielen Dank. Ich nehme das mal im Namen der ganzen Familie, der Ponys und so weiter an. Ja, wir freuen uns natürlich. Nutzt es so, wie ihr es gebrauchen könnt. Machen wir auf jeden Fall. Super. Jawohl, da ist die Überraschung geglückt. Und jetzt gehen wir noch ins Interview. Bleibt bitte dran. Ja, wir sind jetzt hier im Hofladen beim Gut Böckelür und auch die Bauernhöfe entwickeln sich ja weiter. Ne? Früher kannte man ja noch Kühe mit Euter und so. Das ist die moderne Kuh. Ne? Hier kann man sich dann die Milch zapfen lassen, ganz frisch, hier in diesem Hofladen. Neben Brot, sogar mit einem Pferde drauf. Das ganze Sortiment an Marmeladen, Konfitüren, Senf, Plätzchen, alles, was das Herz begehrt. Toll. Ja, liebe Anna, was ist denn so hier in dem Hofladen? Ich habe so viele Produkte, aber was ist denn speziell dein Lieblingsprodukt? Ja, unsere Brote auf jeden Fall. Nachdem ich meinen Meister dann bestanden habe, habe ich viel in die Rezeptentwicklung reingesteckt. Und das ist auch das, was unsere Kunden schätzen. Brot ohne Zusatzstoffe, ohne Fertigmehle. Ja, sehr cool. Ja, kauf Brot. So, Freunde, wir gehen jetzt noch ein bisschen hier über den Hof und zeigen euch noch mal, was man hier sonst noch alles so erleben kann. Und ich sag schon mal tschüss, ich bin der Jens von der Provinzial. Bis bald.